Hi liebe Leute und willkommen zu Relentless Part Nummer 4. Bevor wir einsteigen, ganz wichtig, wer Relentless Part 3 noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Es ist sehr emotional, sehr negativ. Ich habe viel schlechte Dinge erzählt, also nichts, was einen positiv supportet, sondern es war, mir ging es wirklich schlecht in der Woche. Ich war krank, mir ging es nicht gut, ich konnte nicht ins Training und wer es nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen. Sehr harte Worte, wie gesagt, sehr emotional, aber ihr dürft auch nicht vergessen, ich habe mir versprochen, alles, was ich empfinde, kommt eins zu eins raus und jeder von uns hat komische Tage, mal gute, mal schlechte. Diese Woche war auf jeden Fall zum Glück deutlich besser, sehen wir aber gleich in der Folge. Erstmal vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und bitte nicht vergessen, Folge Nummer 3 anschauen. Einmal durchgucken, aber im Hinterkopf behalten, ich war sehr krank, mir ging es wirklich nicht gut und nicht alles für bare Münze nehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Und in dieser Folge wird es etwas besser. Dankeschön, bis gleich. Relentless, the unspoken truth behind success. Nachdem ich die Krankheit einigermaßen auskuriert hatte, wie gesagt, ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Kilo verloren in sehr kurzer Zeit, ging es mir dann langsam wieder besser, das heißt, die Muskulatur wurde wieder ein bisschen voller mit Energie bzw. mit Nährstoffen. Ich konnte wieder mehr Leistung abrufen ins Gym, also im Gym, vor allem ins Gym gehen war wieder möglich. Ich kannte in der Woche zuvor irgendwie kaum aus dem Bett, wenn nicht auf Toilette. Und da, das waren so die beiden Spots, bei denen ich mich aufgehalten habe. Shani, meine Freundin, war so lieb und hat mir ab und zu Hähnchensuppe gemacht. Das hat doch schon geholfen, ich habe sehr viel geschlafen und dann habe ich es aber doch wieder genossen, nach 5, 6, 7 Tagen wieder im Gym zu sein und ich hatte coole Begleitung. Das ganze Szenario, was wir gemacht haben, hat den speziellen Hintergrund, erzähle ich gleich. Wir sind nämlich nach Cancun gefahren. Cancun ist so die nächstgrößere Stadt, das ist so 45 bis 1,5 Stunden je nach Verkehr entfernt. Und da waren wir dann, aus einem bestimmten Grund. Aber zuvor haben wir natürlich erstmal trainiert. In den Gyms, hier in Playa del Carmen, wo wir leben, gibt es 3 Gyms, die heißen Evolve, also das ist eine Fitnesskette. Und die haben auch in Cancun ein Fitnessstudio, und zwar ein relativ cooles. Und das haben wir besucht, da waren wir nämlich zusammen trainieren. Und zwar Arturo, mein persönlicher Hilfsengel, der, ich muss euch die Story erzählen, es ist so lustig. Als wir das erste Mal hier waren, 4 Wochen, hatten wir kein Fahrrad, wir hatten keinen Roller, wir hatten kein Auto. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, einkaufen gehen, keine Ahnung, mussten wir zu Fuß machen. Zum Glück hatten wir eine Waschmaschine, sonst hätten wir in eine Lavanderia laufen müssen, in eine, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, da, wo man Wäsche waschen kann. Und irgendwann, wir haben Arturo kennengelernt, hat es dann angefangen, dass er einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist, zu ganz verrückten Zeiten, und hat gehupt, hat angehalten und sagt, hey amigo, komm rein, ich nehme euch mit, give you a ride. Und der kam einfach aus dem Nix. Und irgendwann, nach dem 4., 5. Mal oder so, haben wir gesagt, ey, weißt du was, eigentlich bist du unser persönlicher Schutzengel. Das war jetzt keine Seltenheit, dass wir eine Dreiviertelstunde irgendwo hingelaufen sind, um einzukaufen und dann mit vollem Gepäck, also hier 10 Kilo Rucksack, wieder zurückmarschiert sind. War natürlich gut zum Fettverbrennen, aber es war halt auch nicht unbedingt angenehm. Meine Füße haben geblutet und so, ohne rumzujammern, aber es war wirklich nicht angenehm. Also kein schicker Spaziergang, sondern war schon anstrengend. Und dann taucht er einfach auf und hupt und macht die Tür auf und sagt, ey, komm rein, ich nehme euch mit. Dann sind wir abends um 9, wo es dunkel war, draußen rumgelaufen, keiner mehr da, keiner auf der Straße, alles tot. Und dann kommt er um die Ecke gefahren und sammelt uns ein. Also Arturo ist ein ultra cooler Typ. Und genau mit diesem Kerl waren wir in Cancun. Und zwar mit seinem Sohn. Denn sein Sohn will Mamado werden. Mamado ist hier in Mexiko ein Begriff für, man will stabil sein, man will ein Ochs sein. Mamado ist so der Ochs, sagt man. Ja, und dann haben wir den Kleinen mitgeschleppt. Mit seiner Frau, mit Shani, mit Arturo, also die ganze Truppe ins Auto gepackt. Übrigens keine Seltenheit, dass hier 10 Leute in einem Auto mitfahren oder 4 Leute auf einem Roller. Das ist hier absolut normal. Babys zwischen Einkaufstüten und der Frau hinten drauf, der Mann fährt, im Fußraum sitzt noch ein Kind, also das ist hier absolut normal. Und dann sind wir nach Cancun geballert, wir haben mit dem Sohn zusammen trainiert und mit Arturo zusammen trainiert
was sehr viel Spaß gemacht hat. Also es war kein ich feuere mich aus dem Leben Todestraining, sondern es war wirklich cooles Training mit Freunden, eine schöne Abwechslung. Und danach wurde es spannend. Hier in Mexiko gibt es nämlich sehr, sehr viele Bodybuilding-Shows von verschiedenen Verbänden. Ich glaube, die kennt man in Deutschland gar nicht und ich kenne sie auch nicht. Aber es ist ziemlich lustig. Wer von euch mal einen Bodybuilding-Wettkampf gesehen hat, wird wissen, es gibt eine Vorrunde, da wird so die Spreu vom Weizen getrennt und die Top 6, die kommen dann zu den Finals und dann geht es dann zur Sache. Hier ist es ein bisschen anders. Also jeder, der 2 Wochen Diät, also ich meine es wirklich ernst, 2 bis 3 Wochen Diät gemacht hat, das ist für uns, für unsere deutschen Verhältnisse, wenn jemand eine schlechte Off-Season-Form hat, also wenn man sich nicht ans Essen gehalten hat, und dann isst man 3 Wochen clean und dann geht man auf die Bühne. Das heißt, die meisten müssten nicht mal eine Diät machen, um dort einen Wettkampf zu gewinnen tatsächlich. Und dann läuft es so ab, man hat so 15 Teilnehmer, die stellen sich dann vor die Bühne und dann kommt einer der Kampfrichter und sagt, du bist in der Klasse, du bist in der Klasse, du bist in der Klasse und du bist in der Klasse. Also es ist egal, ob du dich für Classic anmeldest, wenn du aussiehst wie ein Bodybuilder, trittst du beim Bodybuilding an. So, und da gibt es auch dann keine Diskussion, dann machen die das. Und es war ziemlich lustig. Also was heißt lustig? Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil in Deutschland ist es ja alles so voll getaktet und alles muss in die Klasse passen. Und hier ist es einfach komplett anders. Du gehst dahin, machst dir die Farbe drauf, wenn du überhaupt Farbe hast. Also manche haben auch gar keine Farbe einfach. Die schmieren sich dann Babyöl drauf, was sie noch von daheim haben, und gehen auf die Bühne. Und das haben wir uns angeguckt, um natürlich auch in gewisser Weise Motivation zu tanken. Dachten wir. Also dachte ich zumindest. Auf der anderen Seite, ich finde es natürlich voll cool, wenn Menschen, die nicht viel haben, also die haben tatsächlich nicht viel Geld, die können sich das Fitnessstudio leisten. Bei der Büchse Eiweiß ist es dann auch schon langsam zu Ende, denn hier kostet so ein Kilo Eiweiß ungefähr 70 Euro. Und ne, eine Flasche Testo und Stoff ist einfach, kostet die Hälfte wie ein Protein. Da kann man sich schon vorstellen, wie hier so der Hase läuft. Und ich fand es aber cool, da gab es wirklich 2, 3 Leute, die hast du gesehen, also man hat gesehen, die geben sich richtig Mühe, die fanden es geil. Und das motiviert mich natürlich, wenn Leute ambitioniert sind und Bock haben, was zu machen. Und dann saßen wir da in einer Halle bei 33 Grad mit gefühlt 300 Leuten, ohne Klima, ohne Ventilatoren. Also uns ist die Brühe gelaufen und so weiter. War aber an und für sich ein cooler Tag mit guten Freunden. Vielleicht jetzt nicht das Luxuriöseste, aber wie ihr vielleicht schon in den Videos zuvor gesehen habt, wir haben jetzt nicht den größten Luxus, wir haben hier keine riesen Karre, Luxusvilla. Wir haben jetzt hier ein Häuschen mit einer guten Küche, mit einem Schlafzimmer, was passt, einem schicken Wohnzimmer, mehr brauchen wir nicht. Wir haben uns jetzt einen Roller geholt, ne? Also wir haben hier wirklich so ein bisschen Lowlife, wie man das nennt, aber wir brauchen keinen super Luxus und genauso wenig war es dort Luxus. Also alles in allem war das ein wirklich cooler Tag, Bodybuilding gerecht, mit sehr viel Positivität, und ich glaube, am Ende, also die Summe von positiven Dingen von jedem Tag, macht das Leben am Ende dann schön oder halt nicht so schön. Also ich versuche natürlich so viel positive Sachen zu sammeln wie möglich mit den coolen Leuten, aber ja, an und für sich ein wirklich cooler Tag. Wenn man auf so einen Bodybuilding-Wettkampf geht, auf einen Amateur-Wettkampf, es war ja kein Profi-Wettkampf, und man hat schon so ein paar Wettkämpfe gemacht, so wie ich in den letzten paar Jahren, und der eine oder andere hat tatsächlich mal ein Bild von dir gesehen und hat dich erkannt, dann sind die Mexikaner da sehr, sehr, sehr easy, einfach zu dir hinzukommen und mit dir zu sprechen und ein Foto zu machen. Also da herrscht keine Distanz, weil, und das finde ich unheimlich schön, wir machen nämlich am Ende des Tages alle dasselbe. Wir essen unser Hühnchen brav, wir sind hier Meal Prep, wir machen unser Cardio, wir machen unser Training. Das heißt, am Ende des Tages, egal ob jetzt jemand 5 Millionen Follower hat, Millionär ist oder was auch immer, wir müssen alle Arbeit reinstecken. Und genau das sehen die Mexikaner scheinbar auch so. Und da ist man dann auf Augenhöhe, und ich habe das so genossen, ich fand das so cool. Da kann man einfach Leute rum und sagt, ey, bla bla, komm, wir machen ein Foto. So, und quatschen halt mit dir. Und das hat mich, überleg mal, wie cool das Gefühl ist, du kommst in ein fremdes Land, in eine fremde Stadt, auf einen fremden Wettkampf, kennst dort keinen, denkst du, und dann kommen die Leute zu dir und stupsen dich an und quatschen mit dir und wollen ein Foto machen. Das ist,
Es ist total schwer zu beschreiben. Auf der einen Seite fühlt sich's komisch an, weil ich das genauso sehe, dass die machen ja im Prinzip genau dasselbe wie ich. Nur kommen die zu mir und wollen ein Foto mit mir. Und dann zeigen die das deren Freunden. Also es ist voll cool. Mir gibt es so ein richtig gutes Gefühl. Ich weiß nicht genau warum, aber ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, dass wenn ihr auf eurer Arbeit, sagen wir mal bei eurer Arbeit, sehr, sehr gut seid, ihr seid so der Vorzeigearbeiter und es kommen Leute zu euch und wollen mit euch zusammen arbeiten, mit euch Bilder machen und zeigen das ihren Freunden. Auf der einen Seite fühlt sich's richtig komisch an, auf der anderen Seite ist es ein richtig gutes Gefühl, weil unterm Strich bedeutet das ja, dass das, was du gemacht hast, dein Job, der war gut. Und positives Feedback will natürlich jeder. Ich liebe das. Neben dem ganzen anderen, was da links und rechts kommt, aber das sind so Sachen, da denke ich mir so, ey Mike, auch wenn nicht alles geil war, was du gemacht hast, aber in gewisser Weise, was Bodybuilding anbetrifft, scheint es Leute zu inspirieren. Oder die finden es einfach cool, was du machst und die kommen zu dir vom anderen Ende der Welt, wenn du so willst. Also war wirklich schön, das gibt einem richtig schönen Auftrieb. Und wie sich das gehört nach einem Wettkampf, auch wenn wir nicht teilgenommen haben, waren wir natürlich essen. Und wie gesagt, mit Arturos Familie, Arturo war dabei, Sohn war dabei, Frau, meine Frau, alles cool, richtig entspannt. Ich hatte natürlich mein Meal Prep dabei. Das ist dann so ein bisschen die traurige Seite. Aber eine Sache habe ich gelernt und das könnt ihr euch alle hinter die Ohren schreiben, das ist ganz, ganz wichtig. Beim gemeinsamen Essen geht es nicht ums Essen, sondern ums Gemeinsame. Das vergessen ganz viele Leute und entgehen oder nehmen nicht an diesem gemeinsamen teil, weil sie das Essen nicht essen können. Und ich habe da ewig lange drüber nachgedacht, weil ich habe auch mal damit angefangen, einfach nicht mehr auf Feiern zu gehen, weil ich nicht sehen wollte, wie andere essen. Bis ich geschnallt habe, ey, es geht nicht ums Saufen, es geht nicht um Blödsinn essen, es geht um gemeinsam X zu tun, gemeinsam saufen, gemeinsam essen, gemeinsam Party machen. Aber was man genau isst, ist eigentlich absolut unrelevant. Ich könnte mich auch mit 10 Freunden zum Brokkoli-Essen treffen, das wird verdammt lustig. Ich könnte mich mit 10 Freunden zum Burger-Essen treffen, verdammt lustig. Aber die Variable ist das Essen, nicht was anderes. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nimmst du einfach dein Essen mit und hast ein cooles Essen mit denen. Und natürlich haben die sich, ich weiß nicht, wie es heißt, Chile Nogada war es nicht. Es ist so eine Chili, ist ganz verrücktes, also ich muss es euch erklären. Ganz verrücktes Essen, es ist so eine Chili, da sind Nüsse drin, dann Schokosoße, scharfe Soße, Zwiebel, also ist alles gemischt, süß, sauer, fruchtig, super, also ganz verrückt. Und Arturos Frau hat das gegessen, Shani hat auch probiert, sie fand es auch cool, fand es lecker. Ich konnte es leider nicht probieren, aber irgendwann kommt der Tag, hoffentlich, wo ich das probieren kann. Man hat gesagt, es ist Essen für Reiche, weil das alles, Nüsse sind sehr, sehr teuer, Schokolade ist teuer. Also dieses ganze Gericht scheint so für die Bonzen zu sein. Anyway, ich konnte es leider nicht essen, aber trotzdem merkt euch, ihr könnt mit euren Freunden essen und gemeinsame Zeit genießen, auch wenn ihr aus eurer Dose esst. Ihr müsst halt dann einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen Eier aus Stahl haben. Ihr müsst stark bleiben und ihr müsst eure Box da mitnehmen und die Bock, also ne, vergesst es, dass ihr unbedingt einen Burger essen müsst. Das ist nicht so. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen und denkt mal genau drüber nach, worum es beim gemeinsamen Essen wirklich geht. Geht es ums Essen oder ums Gemeinsame? Und wenn es einmal passiert ist, werdet ihr merken, dass ihr Blödsinn essen gar nicht mehr braucht, wenn ihr in Gesellschaft seid. Okay, liebe Leute, das war's jetzt mit Relentless Folge Nummer 4. Heute ein bisschen kürzer als sonst. Nächste Woche wird es etwas länger und interessanter. Ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, das Ganze hier ist wirklich 100% raus. Wenn mir was nicht passt, sage ich das. Wenn ich Beleidigungen ausspreche und böse Wörter, dann fühle ich das so. Und meine Zunge ist sehr locker und mein Herz liegt ganz weit vorne auf der Zunge. Das heißt, wenn ich was scheiße finde, dann ist das scheiße für mich. Wenn ich sage, verdammte Scheiße, ne, dann empfinde ich das so. Und
ich habe versprochen, dass ich das genauso transportiere, weil viel zu viel, so das Feedback, weich gewaschenes, aalglattes Sunnyboy-Scheißverhalten immer wieder präsentiert wird. Und ich finde es auch eine nette Abwechslung, auch wenn es nicht jeder mag. Kann ich vollkommen verstehen, ist auch in Ordnung. Aber einfach mal echt sein. Einfach mal nicht der Influencer sein oder der YouTuber sein, der sich benehmen muss. Wenn ich sage, scheiße, wenn ich jetzt noch mehr Worte sage, dann wird das Video gesperrt. Aber ihr wisst, was ich meine. Fucking, bla bla. Ja, das ist vulgär, das hört nicht jeder. Das hört sich, also hört nicht jeder gern. Das ist ein bisschen unprofessionell, kindisch. Und ja, ich bin für mein Alter, glaube ich, sehr kindisch. Ich fühle mich auch nicht erwachsen und das ist auch gut so und ich will so sein. Ich will mein Herz auf der Zunge tragen. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich was scheiße finde, dann ist das scheiße und nicht ungünstig. Sorry, ich bin kein Abiturient, kein Student, mein Papa ist kein Anwalt, mein Vater ist verdammter Bauarbeiter gewesen, meine Mutter Friseurin. Da kann nur sowas bei rauskommen. Also bitte Leute, nicht zu ernst nehmen und wenn ich nochmal ausrasten sollte, dann verbucht es unter Mike hat schon wieder seine 5 Minuten. Es gibt auch andere, so wie jetzt zum Beispiel, da geht es mir wirklich gut. Da bin ich froh, dass ich alles machen kann. Da liebe ich Bodybuilding, da liebe ich das, was ich hier tun kann mit den Leuten, mit denen ich das tun kann. Aber ihr wisst, was ich meine, genug gelabert. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Nummer 5, Relentless. Vielen Dank, euer Mike.